Ein Termin nach dem anderen. Mittagspause fällt aus. Und am Abend noch schnell ein Workout. Es ist der ganz normale Alltagswahnsinn und macht uns dick. Schuld daran ist das Stresshormon Cortisol. Cortisol hat eine Grundeigenschaft, nämlich Energie zu mobilisieren. Heißt, wird es stressig, baut unser Körper Muskulatur ab, verwandelt sie in Kohlenhydrate, also in Zucker. Grund dafür ist ein uralter Instinkt, Flucht. In brenzligen Situationen brauchen wir Kraft, um davonzulaufen. Unsere Vorfahren haben bei diesem Anblick also dann Cortisol ausgeschüttet. Heute ist es eher das. Volle Mailbox, To-Do-Listen, ein Anruf nach dem anderen. Woher der Stress kommt, macht für das Cortisol keinen Unterschied. Unser Körper wechselt in den Fluchtmodus. Wenn man das Gefühl hat, das schaffe ich nicht, boah, das kriege ich nicht hier. Also wenn man sich nicht nur gesagt, sondern auch gefühlt gestresst vorkommt. Wenn ich mir selber den Druck aufbaue, dass der Körper sozusagen regelmäßiger mehr von diesem Hormon ausschüttet, dann kommt eins dazu, dass man auch, und das ist am Anfang halt ein bisschen angenehm für manche, aber biologisch nicht, dass man Gewicht verliert. Denn im Stress vergeht uns der Appetit. Wir essen weniger, unser Körper baut Muskulatur ab. Ein Teufelskreis beginnt. Dieser Zucker, ja, der durch die Muskulatur, durch den Muskelabbau erzeugt wird, geht natürlich dann ins Blut. Und jetzt kommt da sozusagen bei dieser Belastung mehr Zucker ins Blut, als wie der Körper eigentlich jetzt braucht. Und dann kann es passieren, dass genau das eintritt, von was die meisten Menschen Sorgen haben. Das heißt, ich kann dann durch Insulin diese Kohlenhydrate nicht in die Muskelzelle bringen, weil das Cortison hemmt das ein bisschen, sondern ich mache daraus Fett. Oder einfach ausgedrückt, ich kann mit der falschen Ernährungsweise, mit der falschen Trainingsweise oder mit dem Stress, den ich mir selber mache, abnehmen und dabei fett werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Stress habe, werde ich dicker? Nicht ganz so einfach, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das, was ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag meinem System lerne, kann ich tatsächlich am Sonntag blind. Also ich muss schon regelmäßig dieses, nicht nur dieses Gefühl haben, sondern auch, ich bewältige es nicht. Trotzdem, ganz ohne Stress geht es natürlich nicht. Und in dem Fall macht uns Cortisol leistungsfähiger. Das ist ganz normal und hilfreich. Problematisch wird es dann, wenn die Anspannung nicht nachlässt. Dann wird Cortisol nämlich weiter produziert. Ich brauche das Gefühl, okay, das schaffe ich, das bringe ich zusammen. Natürlich darf es mich manchmal überfordern, aber es sollte kein Dauerzustand sein. Ja, das gilt für den Sport, das gilt für die Einstellung und das gilt auch gerade beim Essen. Gerade beim Essen ist sehr häufig diese Geschichte, okay, wo ich sage, ja, das ist nicht so wichtig und dann erst dann essen, wenn Hunger da ist. Und jetzt wissen wir aber, Hunger ist das stärkste Überlebenstriebsignal. Das bedeutet, wenn ich Hunger habe, bin ich schon quasi kurz am Heißhunger und dann kann es passieren, dass ich nicht nur schneller esse, sondern einfach mehr esse und vielleicht zügelloser esse, weil ich die Entscheidungen, eben auch durch Cortisol mitbedingt, nicht mehr ganz so gut fällen kann. Dazu kommt, ein strenger Diätplan lässt uns wiederum Cortisol ausschütten. Ist der psychische Druck zu groß, blockiert unser Körper die Fettverbrennung. Durch das, dass ich mich selber unter Druck setze, weil ich habe jetzt zum Beispiel, konkretes Beispiel vor kurzem, ja, das ganze Monat habe ich beim Fernsehen keine Chips gegessen, ja, und auf der Waage ist nichts weitergegangen. Das heißt, dieser Entschluss, den man fällt, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Monat lang wirklich brav und streng zu mir bin, ja, dann möchte ich quasi gefühlsmäßig, dass viel weitergeht, optisch, gesundheitlich und natürlich auf der Waage. Und mit diesem selbst auferlegten Druck, den natürlich der Kopf sofort mitkriegt, ja, kann ich durch eben dieses Cortisol, ja, durch diese Wirkmächtigkeit von diesem wirklich intensiven Hormon, kann mein Körper sozusagen mich davor schützen, dass ich tatsächlich meinen Stoffwechsel in Schwung halte. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, es kann nur das schlechte Gewissen auch dafür sorgen, dass das, was ich mir beim Essen vornehme oder das, was alle anderen schaffen, ja, dass bei mir scheinbar als einzige Ausnahme, weil überall schaffen sie es, ich als einzige Ausnahme schaffe es nicht. Ich bin nicht die einzige Ausnahme, sondern mein Körper schützt mich quasi vor Blödheiten. Das gilt auch fürs Training. Verzichten wir auf Pausentage, macht uns Cortisol einen Strich durch die Rechnung. Statt dem erhofften Sixpack setzen wir Fett an. Denn für so einen Körper ist nicht nur das notwendig, sondern auch Regeneration. Also lockeres Radfahren oder Spazierengehen. Das holt uns wieder runter. Lässt der Stress schließlich nach, zeigt es unser Körper. Und diesen Moment sollen wir nutzen, empfiehlt Putscher.
man kommt abends zur Ruhe oder nach der Arbeit und man merkt, ah, und dann beginne ich plötzlich zu riechen, ja, wo man sagt, ah, das schaut mir an. Also diese, ich sage immer, diese typischen, wo man die Lieblingsspeisen oder diese, wo der Gusto, der Planger, diese Sachen kommen. Ja. Das heißt, ich brauche dann Nährstoffe, die den Körper nicht wieder zusätzlich belasten, sondern wo der Körper sagt, okay, ich kann mich selber erholen und aber gleichzeitig für morgen diesen Stress, den ich wieder haben werde, weil das ist so, ja, kann ich dann besser tolerieren. Hilfreich gegen Stress sind warme Speisen, die nicht zusätzlich belasten, wie etwa Grießnockelsuppe, Haferbrei oder Grießkoch. Da reden wir jetzt etwas, was jetzt nicht High Carb ist, also viele Kohlenhydrate, nicht unbedingt Reis, Nudeln oder Getreide, sondern eher die gestreckte Version, wie zum Beispiel Vollkornbrot oder auch, wenn man salzig mag, zum Beispiel auch die Knödelvariante. Und da sollte man dazu schauen, dass, weil ja das Cortisol die Muskulatur angreift und abbaut, brauche ich sozusagen wieder den Muskelaufbauer, sprich das Eiweiß. Das heißt, man kann jetzt mal salopp sagen, so 50 Gramm Kohlenhydrate, 15, 20 Gramm Eiweiß, ja, und 1, 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren ist die richtige Dosierung. Heißt auf Deutsch praktisch, das wäre beispielsweise 2 dünne Scheiben Brot. Als Beispiel, wenn ich es auf die salzige Version nehme, zum Beispiel mit einem Spiegelei, ja, und wenn ich es kombiniere mit der süßen Version, wenn ich sage zum Beispiel ein bisschen Erdnussbutter oder Walnussmus und dann zum Beispiel knapp einen Esslöffel Honig drauf, das wäre jetzt schon mal von der Grundkonstitution, wo ich sage, da habe ich alles in hoher, guter Verfügbarkeit, wo ich den Körper nicht mit der Verdauung wieder stress, sondern wo er es relativ schnell unterkalorisch das bekommt, was er braucht, dass er sozusagen den Stress besser abbauen kann.